Wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Landesverbandstag von Hausengrund Niedersachsen hier in der wunderschönen Stadthalle Walsrode. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben, wünschen Ihnen viele spannende Eindrücke und viel Vergnügen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt live die Repräsentanten aus der Region der Stadt Walsrode und hier stellvertretend für alle unseren stellvertretenden Bürgermeister Herrn Wolfgang Puschmann, der uns gleich auch mit einem Grußwort aktiv begleiten wird. Ebenso freue ich mich sehr zu begrüßen unsere Ehrenvorsitzenden des verbandseigenen Aufsichtsrates, Herrn Dr. Jochen Rothart und Herrn Wolfgang Schaper, den amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Tim Voss, von der Verbandsführung von Hausengrund Eigentum Hannover, Rainer Beckmann und Dr. Mehdi Beißner. Ich sage erst einmal danke, dass Sie uns eingeladen haben, dass wir hierher kommen dürfen. Und ich sage Ihnen, ich bringe die Grüße des Rates und der Verwaltung der Stadt als eben stellvertretender Bürgermeister Ihnen hier mit. Frau Spöring, so wie es im Programm steht, ist nicht da, sie ist im Urlaub und deswegen darf ich hier heute stehen. Ich darf mich auch bei Tim Voss bedanken als stellvertretender Bürgermeister. Tim, dass du diese Tagung hier nach Walsrode gebracht hast, bringt es doch uns die Möglichkeit, Walsrode auch etwas überörtlich wiederum bekannt zu machen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Lieber Herr Bürgermeister Puschmann, wir hatten die Freude, dass Sie uns heute Morgen aktiv begleitet haben in unserer öffentlichen Kundgebung hier in der wunderschönen Stadthalle Walsrode. Welchen Eindruck nehmen Sie mit? Ja, ich nehme mit, dass dieser Verband, den ich heute kennengelernt habe, sich sehr intensiv einsetzt für die Grundbesitzer und die Wohnungsbesitzer, dass sie sich sehr viel Gedanken machen, wie sie diese Menschen auch in ihrem Wohnbesitz aktiv unterstützen können. Wir haben ja mit Tim Voss auch jemanden hier in der Stadt, der dort auch fachkundig mir zur Seite stehen könnte und auch fachkundig mich da anleiten kann. Wenn nur 10% der Immobilien ab 2024 eine neue Heizung benötigen würden und die Hälfte eine Wärmepumpe wählen würde, wären das 970.000 Wärmepumpen. Nun gehen diese 10% nicht alle in einem Jahr kaputt. Wir gehen mal von einem Zeitraum von 5 Jahren aus. Das macht 194.000 Wärmepumpen pro Jahr. Und das nur für die privaten Häuser. Versuchen Sie mal heute eine Wärmepumpe zu bestellen. Da haben Sie jetzt schon ganz erhebliche Wartezeiten, zum Teil über ein Jahr. Und dann kommen noch rund 200.000 Wärmepumpen ab 2024 hinzu, die es einfach gar nicht gibt. Jeder von uns muss sich nach Kräften bemühen, die vorhandenen Ressourcen zu schonen und verantwortungsvoll mit unserem Planeten umzugehen. Lasst uns zu einer vernunftbasierten Politik zurückkehren. Herr Neumann, wie hat Ihnen die heutige Veranstaltung gefallen? Ich fand sie klasse. Es waren ganz spannende, aktuelle Themen, die alle Haus- und Grundeigentümer betreffen. Es war gut vorbereitet, sehr gut moderiert. Die musikalische Untermalung war spitze. Und ich denke, dass die Teilnehmer auch eine Menge mitgenommen haben und sehen, was passiert im Moment auf Deutschlands politischen Straßen in Bezug auf Heizung, Wärmewende, Energiewende und was macht Haus und Grund dafür oder dagegen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, was für eine Stimme, was für eine Band. Man kann ja kaum noch Worte finden.
Lieber Herr stellvertretender Bürgermeister, verehrter Herr Kai Warnecke, Herr Präsident von Haus und Grund, lieber Herr Tim Voss, lieber Herr Thomas Holzmann, lieber Reinhold Horst. Und ich finde, wir müssen hier wieder eine andere Balance zwischen Mieterschutz und Vermieterrechten bekommen. Im Grundsatz ist klar, dass derjenige, der mietet, nutzt fremdes Eigentum. Aber er hat nicht das Recht, dieses Eigentum zu besetzen. Und der Ministerpräsident hat es eben schon gesagt, und ich will es auch tun, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz, für Ihre Arbeit, für die Zusammenarbeit mit uns auch und für Ihr segenreiches Wirken. Sie sind eine starke Stimme und das sollten Sie behalten. Ich bin der festen Überzeugung, eine bessere Wohnungspolitik ist machbar, wenn man auf die Innovationskraft der Menschen vertraut, auf ihre Investitionsbereitschaft, die richtigen Rahmenbedingungen setzt, die richtigen Anreize setzt, dann wird es gemeinsam gelingen, eine Wohnungspolitik aufzustellen, die die Klimaziele erreicht, gleichzeitig mehr Wohnungen schafft und trotzdem die Möglichkeit bietet, für private Eigentümer auch Altersvorsorge zu schaffen. In diesem Sinne alles Gute, herzlichen Dank für die Einladung und auf gute Zusammenarbeit. Ja, meine Damen und Herren, dass es Ihnen gut gefallen hat hier bei uns, das hat er gezeigt. Nämlich schon zu Beginn, indem er gesagt hat, ich schicke euch mal ein neues Foto, damit ich ein bisschen besser von der Leinwand abkomme. Das bedeutet logisch vorrangig, ganz klar, er will wiederkommen. Und wir wollen ihn wieder haben, Sebastian Lechner, wunderbar. Lieber Herr Lechner, wundervoll, dass Sie da waren. Es ist bei so einem Thema einfach unverzichtbar, dass Bund und Land verzahnt Hand in Hand arbeiten. Frau Voss, hallo. Schön, dass Sie heute hier waren. Wie hat Ihnen unsere Veranstaltung gefallen? Wirklich ganz toll. Sehr interessant, sehr kurzweilig, bei schönem Wetter, guter Laune und ja, ich habe viele neue Infos bekommen. Ich habe mich mit der Thematik ehrlich gesagt noch nicht so auseinandergesetzt und ja, neben gesellschaftlichen schönen Momenten habe ich auch inhaltlich viel mitgenommen. Vielen Dank. Lieber Herr Warnecke, 20 Jahre sind es jetzt, wo wir gemeinsam marschieren. Und er wird uns frisch aus Berlin die Entwicklungen dort in diesem bundesrechtlichen Thema vorstellen. Wir haben uns das letztendlich aufgeteilt, insofern wir gesagt haben, okay, die Länder gehen an den Bundesrat, auch koordiniert ein bisschen, natürlich, klar. Und der Zentralverband macht seine Arbeit beim Bundesparlament, dem Deutschen Bundestag, aber er hat mehr getan. Eine klasse Idee, das habe ich intern in den Vorstandssitzungen, in den Fachausschusssitzungen so gesagt, aber ich sage es jetzt hier auch coram publicum. Eine klasse Idee zu sagen, ja, wir bekommen viele Briefe, was macht ihr eigentlich, wo seid ihr denn, ihr müsst lauter werden. Das geht doch so alles nicht, ihr müsst mehr in die Öffentlichkeit, ja, ihr seid in der Öffentlichkeit, aber ihr müsst es noch mehr tun. Dann haben wir gesagt, das sind Stimmen, die nicht ungehört bleiben dürfen. Aber wir kennen die Botschaft, wir teilen diese Botschaft und wir stimmen in diesen Chor gemeinsam ein. Was wichtig ist, ist nun, dass die entscheidenden Abgeordneten des Deutschen Bundestages genau wissen, worüber sie entscheiden, mit welcher Konsequenz an einzelnen Fällen aufgehängt, wenn sie über die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes abstimmen. Und deswegen wurde die Idee eines Brandbriefes geboren, ein Brandbrief, der die persönliche Situation in gesundheitlicher, beruflicher, wirtschaftlicher und natürlich immobiler Hinsicht zeigt und an Einzelfällen deutlich macht, wozu diese Habeck'schen Heizungspläne führen. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Lechner, ich wünsche Ihnen heute Nachmittag noch viel Erfolg auf dem Sportplatz. Ihrem Sohn alles Gute. Danke, dass Sie trotzdem hier waren. Und einen kleinen Tipp, wenn Sie mehr Mitglieder haben wollen. Es gibt natürlich viele politische Ideen, die man jetzt umsetzen könnte, damit wir Sie nicht langweilen. Aber manchmal muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Wir kümmern uns darum, dass die Union hier präsent ist. Sie kommen einfach zu Haus und Grund. Ihr potenzieller Vereinsvorsitzender sitzt
hier drüben, Herr Dr. Kaufmann, wenden Sie sich an ihn. Er winkt da vorne nochmal richtig. Können Sie gleich Mitglied werden? Wir begrüßen Sie herzlich in unseren Reihen, wenn Sie sich dazu entscheiden. Und dann wird das mit dem Mitgliederwachstum auch was. Am liebsten würde ich auch so machen. Ja. Ja. Bleiben Sie uns treu. War super. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie sehen. Sehr gerne. Okay, tschüss. Wir hatten heute unsere Walsroder Tagung hier in der öffentlichen Kundgebung. Lieber Herr Präsident Warnecke, Sie haben uns liebenswert begleitet, haben einen tollen Festvortrag gehalten, der uns alle aus dem Herzen gesprochen hat. Was nehmen Sie mit? Ich habe heute erleben dürfen bei Ihrem wunderbaren Landesverbandstag, wie sehr die Menschen vom Thema Heizungsverbot betroffen sind. Ich glaube, die Beiträge von all denjenigen, die hier vor Ort waren, waren eindeutig und auch das Publikum hat mit seinen Reaktionen gezeigt, dass das, was in Berlin dort geplant wird, mit Blick auf die Heizungen, auch mit Blick auf die Dämmpflichten der Europäischen Union aus Brüssel, so nicht Realität werden darf. Liebe Frau Lippmann, ich habe mich unendlich gefreut, dass Sie uns heute hier in unserem Verbandstag in Walsrode als Vorsitzende des Mieterbundes Niedersachsen-Bremen begleitet haben. Was nehmen Sie von der Veranstaltung mit? Wie ist Ihr Eindruck? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Veranstaltung. Es war toll. Es ist toll, sich nach 3 Jahren wiederzusehen, nach der Pandemie. Das Haus war voll und das macht Spaß, mal wieder die Referenten auch live zu sehen. Und herzlichen Glückwunsch auch zu denen. Es gab ein buntes Programm. Viele Meinungen sind im Raum und das hat mich sehr gefreut. Wir wissen das, wir zwei wissen das seit vielen, vielen Jahren. Wir liegen gar nicht so weit auseinander in der Bewertung von den Themen, die uns heute hier begleitet haben. Es war ganz wesentlich natürlich das Energiegesetz 2024 und die Sorge, die Ihre Mitglieder trifft, nämlich, wie soll ich das bezahlen? Und die Sorge, die unsere Mitglieder treffen, nämlich die Mieterinnen und Mieter, ja, wie sollen wir das bezahlen? Und da ist es ein Miteinander in der Sorge, die wir gegenwärtig haben, was wir beurteilen müssen, was die Bundesregierung insbesondere das Ministerium rund um Herrn Habeck uns gerade entwirft. Und ich glaube, da begleiten uns beiden die Sorgen und jetzt müssen wir damit umgehen. Wir haben viele Aspekte heute gehört und ich bin sehr zufrieden, dass ich hier gewesen bin. Es war toll. Da kann man nicht mehr zu sagen als ganz, ganz lieben herzlichen Dank. Danke, dass Sie da waren. Es war toll mit Ihnen, es war toll mit euch. Damit schließe ich die öffentliche Kundgebung von Haus und Grund Niedersachsen. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Jahr. Ich hoffe in Wolfsburg. Da werden wir nämlich am 21. September 2024 sein mit unserer öffentlichen Kundgebung, unserem Verbandstag. Ich hoffe, Sie da alle gesund wiederzusehen. Bis dahin alles, alles Liebe und Gute. Schön, dass Sie da waren. Danke.